Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin Leute, es ist wieder Feelings-Time. So, pass auf, ich mache jetzt ganz crazy shit hier. Ich mache hier eine Fastenkur. Ich will das Game auch mal spielen. Ich mache eine Fasten und jetzt weißt du was, da muss man auf Kaffee muss man verzichten. Wusstet ihr, dass man, wenn man auf Kaffee als starker Kaffeetrinker, wenn man damit aufhört, dass man dann Entzug kriegt? Ich wusste es ja nicht, aber ist ja klar, Koffein ist einfach so eine ganz hinterfotzige Droge, die überall, weißt du, bei Oma irgendwie zum Kuchenessen gibt's das frei verfügbar, das Scheißzeug. Und ist natürlich eine Droge. Und jetzt habe ich seit 3 Tagen habe ich Kopfschmerzen. Nee, wohl, nicht lügen jetzt. Seit 2 Tagen habe ich jetzt Kopfschmerzen gehabt. Ich war richtig auf Entzug gewesen. Und läuft aber gut. Also macht riesen Spaß, jeden Tag irgendwie Porridge zu essen. aus dem Bioladen mit heißem Wasser, nicht mal mit Milch. Also da kommt auch kein Zucker. Es ist so elendig, wenn ich mir vorstellen würde, man würde das jeden Tag so machen, wir wären alle stinkig. Also ich glaube, dass das aggressiv machen kann, wenn man sich wirklich 100% nur gesund ernährt. Ich glaube, dann fängt man an, irgendwann aggro zu werden. So, pass auf, ich gehe jetzt völlig auf Entzug, gestern Nacht noch und lag im Bett, konnte nicht schlafen. Ey, mein altes Problem, wo ich dachte, ich will doch gesund werden und dann kann man bestimmt schlafen. Da hat ja dann der Körper, die Füße war so, als wenn die laufen wollten, nachts um 4, weißt du? Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, das würde ich euch mal empfehlen wollen, Einschlafmeditation zu hören. Pass auf, jetzt habe ich auf mein Handy gedrückt hier beim Anbieter und drücke auf Einschlaf-Dings und dann ging es ging die ganze Nacht durch. Also ich muss bis morgens um 7 oder was, muss diese Einschlafmusik und die Frau, ich weiß jetzt, ich glaube, sie hieß sogar Petra, also sie hieß Petra und sie sagte dann immer so, einatmen. Und dann war so eine große Hofpause, wo ich dachte, ist das jetzt ein Wackelkontakt am Handy oder ist sie selber eingeschlafen, weißt du? Und ich dachte, gut, wenn Petra nichts sagt, dann ich muss ja ausatmen. Und dann kam sie aber wieder und sagte, und jetzt ausatmen und wieder einatmen. Und wie gesagt, sie sagt doch immer, lass den Oberkörper schwer werden. Und das muss sie, also ich glaube, dieses mit den lass die Arme schwer werden, das muss sie tausendfach gesagt haben. Weil ich bin morgens aufgestanden, wirklich, ich hatte wirklich, als wenn einer auf meinen Arm drauf sitzt. Ich hatte wirklich ganz schwere Arme. Und das ist sehr zu empfehlen. Auch die Heilerde, die man morgens trinken muss und die Flohsamen und alles. Kriegst einen Kotzreiz irgendwie, aber ich glaube, dass das gut ist, dass diese Teilfasten eine gute Geschichte ist. So, früher hätte man einfach, vor 30 Jahren hätte ich gesagt, weißt du, ich sauf einfach morgen nicht so und bam, weißt du, beim 18-20-Jährigen, der lässt einfach einen Tag Alkohol weg und kann wieder über Wasser laufen in jeglicher Hinsicht. Jetzt sieht es anders aus. Es macht auch ein bisschen Spaß. Ich mach's auch jetzt, weil heute ist der dritte Tag, ich mach's ja auch nur 7 Tage. Und dann ist gut. So, das war das Intro heute von Praxis Gesundheit auf Amazon Prime. Und jetzt kommt auch schon jetzt geht die Zauberkugel. Die Gästin steigt schon in die Zauberkugel ein. Ich mache mir jetzt die Maske auf. Und ich bin so gut. Ich nehme mal an, dass das an dem Heilfasten liegt. Ich habe sogar heute den Timer gedrückt. Also ich weiß sogar heute, wann eigentlich Schluss ist. Und ich habe jetzt hier, ich habe Aufputschmittel, ich habe Kefir, stilles Wasser und Kamillentee. Also ich bin eigentlich richtig gut drauf. Eigentlich muss ich sagen, schmeckt alles absolute Scheiße, aber ich glaube, es bringt halt auch was. Aber ist egal. So, wir switchen jetzt. Ab geht's mit Feelings. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
Hallo, hi. Hallo. Dich kenne ich doch. Hi, cool. Frau Armani. Herr Krömer. Guck mal, wie mir die Maske jetzt vor Schreck, warte mal, annehmen. Das ist Magic, was ich jetzt hier gemacht habe. So. Ja, hi, grüß dich. Hallo, grüß dich, cool. Enisa Armani ist richtig. Dein Name, stimmt? Und wir haben uns, wann haben wir uns mal, getroffen für ZDF, glaube ich. Genau. ZDF. Für die Heroes-Dokumentation ja. Auf ZDF. Wen hattest du, welchen Pubi hast du an der Hand genommen? Ich hatte ich war in beiden Staffeln ja. Und in der zweiten Staffel hatte ich Nicolette. Nicolette, eine sehr, sehr interessante, sehr, sehr coole Frau. Gibt's das eigentlich noch? Diese Heroes? Ich glaube, das war gar nicht so angelegt als Serie, sondern es war ursprünglich mal als eine Staffel angelegt, dann hat das so gut funktioniert, ja. Dann haben sie noch eine zweite gemacht. Ich glaube nicht, dass das so ausgeht. Und dann, wir haben uns auf der Bühne gesehen, du warst der Hero von... Von Moritz Neumeier. Genau. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Weil es gibt ja noch den Skifahrer, Neureuther. Da bin ich ganz schlecht. Moritz Neumeier, glaube ich. Ja, ja. Und das, wir müssen das mal erklären. Das ist so ein Prinzip gewesen. Was waren das? Nachwuchs? Leute genau. Treffen auf. Also ich bin sehr gut. Dinosaurier des Showbiz. Genau, so kann man das sagen. Der Producer ist inzwischen ein sehr enger Freund von uns, also wirklich ja. Enger Freund. Du weißt ja bestimmt, es dauert lange, bis man in diesem Geschäft dann wirklich jemanden hast kennenlernt, du, der zu einem engen Freund wird. Hast du schon Freunde im Showbiz? Ich würde sagen, dass David Hadda, der Producer, weil er eben für die erste Staffel mit uns nach New York geflogen ist ja. Für eine Woche. Und wenn man ja wirklich so die ganze Zeit miteinander unterwegs ist, lernt ja. Man sich sehr gut kennen. Und ich glaube, mit ihm, das darf ich so sagen, auch mit seiner Frau, auch mit dem Vater seiner Frau sogar schon. Ja. Der ist ein sehr, sehr cooler Mensch aus Frankfurt. Das heißt, doch, wir sind da schon so familiär. Du bist aus Frankfurt, ne? Ich bin aus Frankfurt, genau. Und deswegen, die Idee, weil du gerade gefragt hast, die war in der ersten Folge, haben Stand-Upper erklärt, wer deren Helden sind oder ja. Wo sie sich die meiste Inspiration holen. Ich hatte übrigens damals gesagt Volker Pispers und das hat aber irgendwie nicht funktioniert für die Staffel. Und dann haben die gesagt, Enisa, wir würden gerne mit dir nach New York. Und dann habe ich gesagt, ja. Gut, ich nehme auch New York. Also ich nehme gerne ja, geil. Volker Pispers, aber ich nehme auch New York. Und dann sind wir nach New York geflogen und dann für die zweite Staffel haben die gesagt, Enisa, du bist diesmal als Hero angefragt und wen worden. Hast du in New York getroffen dann? Es ging ja auch darum, was dich inspiriert als Stand-Upperin. So. Und ich hatte gerade frisch angefangen, Englisch zu spielen seit einem Jahr ja. Und habe halt gesagt, wie unfassbar cool ich einfach diese Millionen New Yorker kleinen Bühnen finde und allein ja. Dieses Prinzip, dass du halt diese Möglichkeit hast, da 10 Minuten zu spielen, dich ins Uber zu setzen, in den nächsten Club, da 10 Minuten zu spielen. Also du spielst ja da teilweise von 17 bis 2 Uhr morgens, hast du 30 Shows gespielt, 30 mal ja. 15 Minuten so. Und das fand ich halt so geil. Und ich glaube, die wollten das selber auch, weil die haben gesagt, wir würden gerne mit dir nach New York. Ich so, ich habe eigentlich Volker Pispers geplant gehabt. Und du das warst... Das ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, oder? Ja, es Volker war Pispers nice. Kannst du immer noch treffen. Ich habe ihn schon getroffen. Ja? Und da war ich habe ein sehr cooles Foto mit ihm. Das schicke ich dir mal. Der macht nichts mehr, ne? Volker ich glaube, Pispers hat aufgehört. Hat sich, aber warum? Ja, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. So ein ich weiß Kopf. Nicht. Und dann habe ich dich da getroffen und ich weiß noch, ich habe dir da gesagt, dass ich erst vor kurzem eine Folge von Che Krömer gesehen hatte mit ja. Dir und ich weiß ehrlich gesagt nicht, die Frau war das CSU, CDU, ich weiß es nicht, aber ich hatte irgendwie so 30 Reposts von dir gemacht und hatte ja. Irgendwie gesagt... CDU, CSU? Ich habe keine Ahnung, weil sie hat sehr schwierige Sachen gesagt. Ach hier, oh Gott, ich habe ihren Namen verdrängt. Ich weiß verdrängt. Nicht mehr, wer es war. Ja. Die blonde Hexe. Richtig. Und da hatte ich dich repostet, habt ihr das erzählt, weil du hattest das glaube ich nicht gesehen, das weiß ich nicht ja. Genau. Aber ich habe dann irgendwann später ja von dir, das weiß ich gar nicht, ob du das weißt, ich habe ja 2 Einladungen zu Che Krömer bekommen und ja? Es hat zeitlich nie geklappt. Ach so, ja, ja, wir haben unheimlich viele Leute eingeladen und ja. Zum Schluss wussten wir auch nicht mehr, ob die keinen Bock mehr haben, ob die nicht Nein, wollen, das stimmt ob das nicht. Zeitlich ja. Ist oder ich habe auch, also dich finde ich ja toll, so, ich finde dich toll, auch sehr das, toll, was du machst, von daher habe ich war zum Schluss schon an so einem Punkt, wo ich dachte, ladet mir nicht mehr tolle Leute ein, das passt hier nicht in dieses Format rein. Also bei dir wäre das jetzt nicht das Problem gewesen, ja. Aber so bei manchen Leuten war ja immer so, ist es jetzt ein Arschloch oder ist es ein Freund? Und es gibt ja ganz viele dazwischen noch. Es gibt ja, klar. Wie heißt der Kuhle von der FDP, wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt nicht mein Freund, aber das ist jetzt auch nicht mein Feind oder verstehe. So, weißt du? Ja. Und von daher war das war so eingeengt, wo ich dachte, lass uns irgendwann vielleicht nochmal eine Sendung machen im Fernsehen und dann laden wir, so wie hier bei Feelings
Leute ein, die dann, weißt du, die toll sind, die man toll findet. Und nicht, wo der Gast bei Che Krömer eventuell denkt, ey, der macht mich jetzt fertig oder so. Ich sag dir auch ehrlich, als das erste Mal die Anfrage kam, würde ich gerne ehrlich zugeben. Also da waren wir halt, wir waren ja komplett tight da in dem Jahr, waren wir sehr, sehr, also sehr viel unterwegs durch diese ganzen politischen Sachen auch. Und da war aber, habe ich noch so für eine Sekunde so gedacht, oh, ist das so ein Format, wo man so sehr eben auch, ja, so ein bisschen getestet wird auch. Ja. Und ich weiß noch, aber unsere so Leute, die wir auch sehr schätzen, die waren alle große Fans von dem Format und die haben auch gesagt, Enisa, mach das unbedingt. Und die haben mir auch immer gesagt, wir glauben, der mag dich, weil ich war so ein bisschen ja, so. Ja, warum so, ich, jetzt auch nicht? Also ja, was, ich war wo hättest du jetzt gedacht, oh, da macht er mich jetzt fertig mit? Ich sag dir, ich musste, nee, gar nichts. Ich sag dir jetzt, was ich dachte. Ich habe dir nämlich auch, ich weiß nämlich gar nicht, wann das eingespielt wird. Ich habe dir ja für diese Folge eine Voice zu senden. Ja, ja, das machen kommt wir. Kommt das am Ende oder? Ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich vergesse das nämlich immer. Gut, weil ich habe nämlich in der Voice genau das, glaube ich, gesagt, was mein grundsätzlicher Gedanke vielleicht. Dann spielen wir das doch jetzt ab. Ja, super. Cool. Wir spielen das jetzt, wir ziehen das jetzt vor. Oh, du bist ein toller Gast, weil du weißt jetzt, was ich hier machen soll. Ich wusste gar nicht, wann das kommt. Ich freue mich. We need to talk about Krömer. All unseren Gästen haben wir vorab eine Frage zu Kurt Krömer gestellt. Sie haben geantwortet. In welchen Momenten wärst du lieber ein wenig mehr Krömer? Also soweit ich Kurt überhaupt einschätzen kann, glaube ich, hat Kurt so eine andere Ruppigkeit als ich. Und das meine ich in diesem Fall sehr positiv oder sehr nützlich, weil mir ist da sehr so eine iranische Höflichkeit antrainiert. Und die bedeutet, dass ich zwar Dinge, also wenn es hart auf hart kommt, kann ich natürlich auch sehr klar und sehr direkt meine Meinung sagen. Aber mir ist schon passiert, dass ich sozusagen face to face, wenn ich mit jemandem direkt spreche, dann das Gefühl habe, dass der andere etwas sehr Unhöfliches sagt und dann fehlt mir diese Ader, dann da auch darauf zu antworten, sondern ich bleibe dann meistens sehr höflich, teilweise sogar ein bisschen unterwürfig, weil mir das eben kulturell so anerzogen wurde. Und da gibt es aber oft Momente, wo ich denke, nein, da hätte ich dem mal wirklich mit so einer Berliner Schnauze quasi sagen sollen, was Sache ist. Schaffe ich auch nicht immer. Ja, ich kenne dich noch nicht gut genug. Schaffe ich auch nicht immer. So. Aber höflich. Ist doch dann vielleicht doch besser als ruppig. Ja, nein, ich meinte das auch sehr ehrlich, dass das eine Eigenschaft ist, an der ich hart trainiere, dass ich weiß nicht, ob das, ich will gar nicht so diese... Es hat sicherlich auch was mit dem Frausein zu tun, dass du halt immer in so einer, ich bin sehr so Mädchen immer gewesen und ich war immer in so einer Rolle. Habe ich das gerade gut gemacht? Findest du mich auch toll? Oder mich auch vor dem Showbusiness noch, selbst zu Leuten, die unhöflich zu mir waren, hatte ich immer so dieses Gefühl, wie kriege ich die Person dazu, dass die mich mag? Dass du denen gefällst. Dass ich denen gefalle. Ja. Und ich habe gemerkt, das hat viel mit Komplexen, mit Defiziten zu tun, die natürlich... Viele sind davon einfach individuell, die habe ich, das sind meine Unsicherheiten. Aber viele sind auch einfach, wenn zwei Kulturen aufeinander, so zum Beispiel im Iranischen, wir sind nun mal so, zumindest in diesem Aspekt, sehr poetisch in der Sprache. Man sagt die ganze Zeit zu dem anderen, du bist so toll, du bist so, ich muss immer, guck mal, wenn du mir im Persischen und auch sehr, sehr höflich, ne? Also es ist nicht mal ein Vorteil, wenn man sagt, also weil ihr kennt viele Iraner, wo ich denke, ja, ihr seid sehr, also oftmals sehr schlau, sehr gebildet so. Das ist sehr lieb, dass du das sagst, aber ich nehme das gar nicht mehr an, weil ich glaube, dass der sagt, du erst. Ja, nee, hab ich so. Das ist sehr lieb. Ich habe halt gelernt, dass das eine Form von, obwohl ich davon ja eigentlich dann positiv betroffen bin, aber es ist halt, kann auch als positiver Rassismus gedeutet werden, weil es in manchen Köpfen, bei dir jetzt nicht, weil ich das ja weiß, weil ich deine Arbeit kenne, aber es gibt Menschen, die würden so quasi sagen, ah, Iraner sind ja so gebildet, so toll, die sind halt eben nicht wie die Türken oder wie die Araber. Und da habe ich halt gelernt, ganz ehrlich, ja, von den Iranern ist halt eine bestimmte Bubble geflohen, das ist ja auch etwas, wovon ich voll viel gezerrt habe, so dass meine Eltern, dass das so Denker waren, dass das Intellektuelle waren und diese Bubble ist geflohen. So heißt ja nicht, dass es nicht genügend Dummköpfe auch gibt, vielleicht die haben es nicht geschafft, nicht in der Era oder die ihre Interessen woanders hatten oder die, also um Gottes Willen, Dummköpfe war jetzt auch nicht auf die akademische, sondern ich meine einfach, so es gibt genügend, genauso viele Arschlöcher bei Iranern und auch Arschlöcher unter Iranern, die Ärzte oder Anwälte sind. Ja. Aber das halt etwas von klein auf
habe ich das immer gehört, ah, ihr Iraner seid ja so mäßig die Tollen. Ja, aber heute versuche ich da auch, ich möchte da auch nicht so, ja, so streng mit sein. Toll, wenn mir jemand sagt, hey, ich mag eure Kultur oder so, ich habe da irgendwie einen Bezug zu, ja, super. Und aber ich sag dir wirklich, Kurt, also gerade im deutschen Showbusiness musste ich dann über die Jahre, wie soll ich sagen, das ist ja bei uns ein Spiel. Das heißt, es ist nicht unehrlich, aber es gehört zu der Kultur dazu. Das heißt, ich gebe dir ein Beispiel. Bei uns, wenn du mir sagst, schöne Jacke, muss ich sofort sagen, aber an dir wäre sie schöner. Das ist unsere Form von schön. Danke sagen. Oh ja, toll. Es ist immer ein... Also, nicht so wie hier, dass man sagt, ja, habe ich, war verbilligt, war im Ausverkauf. Ja. Weißt du, hier ist immer so, schöne Jacke, ja, runtergesetzt. Genau. 180%, hat nur ein Fünfer gekostet. Und jetzt stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie gut du die deutsche Comedy-Branche kennst, ja, aber ich hatte am Anfang Shows, Kurt, und ich will jetzt hier gar nicht so ein Name-Dropping machen, aber ich hatte so einen Namen, kann ich dir sagen, Leute, die ich heute für Arschlöcher halte, aber auch Leute, die ich für sehr coole Leute halte. Aber dann komme ich mit dieser persischen Attitude und war teilweise so, sagen wir hatten einen Auftritt, 7 Comedians zusammen, ne? Und dann, sagen wir, ich krieg Standing Ovation. Ich wäre trotzdem Backstage gegangen und wäre dann wahrscheinlich eher, ich hätte das auch bei Frauen gemacht, aber eher bei Männern, ist das sowieso schon anerzogen, und hätte dann gesagt, hast du vielleicht einen Tipp, wie ich es besser machen kann? Obwohl ich abgerissen hätte, sagen wir mal, an diesem Abend und die Person nicht. Und ich habe dann aber gemerkt, ich krieg nicht zurück die Höflichkeit. Also die Person sagt nicht, sag mal ganz ehrlich, Inisa, du müsstest mir gerade erklären, was ich, sondern ich krieg dann so einen sehr, dann sitzt dann da so ein, sagen wir, ein blonder Typ dann und sagt, so kleines, also ich finde ja, also der letzte Joke, den musst du so. Und bei mir ist es dann oft so, was auch nicht schön ist, dass ich dann so lange in dieser höflichen, ja, so diese kleinen Mädchenrolle hatte, bis ich dann irgendwann diesen Moment hatte, ich weiß noch, ich war bei, ich glaube, 1 Live Comedy irgendwas und Hörsaal 1000 Leute, ich krieg Standing Ovation, ich gehe nach hinten und hatte mir schon abtrainiert, nicht mehr zu fragen. Und dann kam ein Kollege und sagte, ganz lieb, sagte, Inisa, ich wollte dir noch sagen, also ich würde dringend an dem, und dann habe ich dem gesagt, ich so, mein Lieber, und dann habe ich das auch so versucht, so, weißt du, so nett, cool, aber auch mal so ehrlich. Dann habe ich gesagt, so wie ich gerade hier abgerissen habe und das, was ich die letzten 2 Jahre in Deutschland auch geschafft habe, von nichts, also von keine Showbiz-Familie, kein Geld, nix, also nicht mal Zugang zu dem deutschen, ja, zu der Gesellschaft bis dahin, ja. Dann habe ich gemeint, eigentlich, weißt du, wenn ich ein Typ wäre, würde ich wahrscheinlich nackt hier hinten hinkommen und einfach so meinen Schwanz auf den Tisch legen und sagen, that's me. Ja, so, frag mich. Na, wie war ich? So. Na, wie war ich? Ja, so. Ja. Na, dann, war gut, ne? Genau. War dann wieder super. Genau. Aber ist das so ein Problem auch, dass wir nicht Komplimente geben können, dass wir nicht sagen können, ich habe ja gerade gehört, die Leute klatschen, die pfeifen, die rufen deinen Namen, die stehen dann noch, du bist schon eine Dreiviertelstunde von der Bühne, dass ich dann nicht das Talent habe zu sagen, Inisa, es war einfach mal geil gewesen, du hast richtig abgeräumt. Aber so dass lachen, man dann so noch das Haar in der Suppe sucht und sagt, naja, aber deine Haare, die Haarsträhne hingen da über die Nase oder so, weißt du, dass man dann aber sagt, sie war gut, ich sag sie aber nicht. Jetzt muss ich sie kritisieren. Jetzt muss ich negative Sachen sagen, damit sie nicht abhebt. Ja. Ist das Ding aus so ein bisschen? Guck mal, ich würde gerne von dir wissen gleich, weil ich das Comedy ist gar ja total weiß. Einfach. Wenn die Leute lachen, war es gut. Und wenn die dann schreien und wenn die stehen, dann ja, vielleicht hast du dich mal verhaspelt, vielleicht hast du zu schnell gesprochen, keine Ahnung. Aber das ist ja die 1 plus dann. Genau, das ist noch ein bisschen mehr als das. Wie lange bist du im deutschen Showbusiness? Also wie lange machst du? Ich weiß es immer, ich glaube über 25 Jahre. 25 Jahre. Ich würde gern von dir wissen, weil ich kann dir sagen, ich habe 2013 gestartet und mit gestartet meine ich wirklich Café, Köln, vor 8 Leuten Bühne. Also, das ist so lange eigentlich jetzt gar nicht her, ne? Ist 10 nicht Jahre so eine, ja, und für das, was sag du dir auch ehrlich, schon erreicht hast. Ich habe Kollegen, die lügen, weil ich höre dann immer, wie die sagen, 2014 gestartet, aber ich hatte die 2011 schon irgendwo im Fernsehen. Ja. Die meinen ab dem Moment, wo sie bekannt waren. Ach so, ich meine ab dem Moment, wo ich zu Hause in meinem Wohnzimmer gesagt habe, ey, ich gehe mal heute Abend in dieses Café und stelle mich da auf die Bühne. So. Ja. Das war bei mir 2013. Das Café hieß Gedankengut in Köln und Ende 2013 wurde ich bei Nightwash eingeladen, also innerhalb von 5 Monaten. Ich hab das mitverfolgt und dachte, krass. Ich habe im Dezember machst den Fernseher aus, an und in die Samani, dann war irgendwas mit New York auch, ne, dass du da aufgetreten bist. Viel später nachdem ich mich hier so verbrannt gefühlt habe nach der Fernsehshow und so und das Gefühl hatte, oh, ich muss hier einfach Wusstest du, dass die mich angerufen haben und die gefragt haben, ob ich auftrete bei dir? Da war irgendwas irgendwas mit Rassismusvorwürfen. Nee, nicht dir gegenüber, aber es war in meiner Show damals im Fernsehen. Diese ProSieben-Sache. Echt?
echt? Ja. Nein, dass okay, man, das dass man dich nicht. Da nicht wollte, dass man dich da nicht gesehen hat. So. Also ich kann, das ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit und wir haben, aber... Dann habe ich diese Anfrage bekommen und dachte so, wie krass. Ich habe jetzt gar keinen Bock auf Pro7 Comedy Show, aber da würde ich jetzt kommen und einfach sagen, ich hätte mich sehr gefreut. Lass die Frau in Ruhe, weißt du? Ich wollte diese Sendung hochachtungsvoll nennen. Ich hatte damals so ein Stand-Up-Set, was sehr gut ankam in Deutschland. Das hatte ich irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwo gespielt, wo ich immer gesagt habe, die miesesten Briefe in Deutschland enden immer auf hochachtungsvoll. Also wenn am Ende steht hochachtungsvoll, dann heißt es, du bist gefickt. Ja, das ist immer, wenn wir werden sie morgen Konto finden, sie sind das, sie sind tot, das, Haftbefehl, hochachtungsvoll. Da schwingt der Tod und dann habe ich gesagt, das ist quasi, und das hatte ich so als Gag gemacht, dass ich gesagt habe, hochachtungsvoll ist mein neues, bestliebstes Schimpfwort. Ja. Und weil das so damals viral gegangen ist und die Leute das so lustig fanden mit diesem hochachtungsvoll, habe ich gesagt, lasst uns die Sendung hochachtungsvoll nennen. Und ich ende immer auf so ein Stand-Up, wo ich ein bisschen was Gesellschaftliches sage und sage, hochachtungsvoll eure Nisa. Ja. Und ProSieben hat gesagt, nein, das ist zu WDR, das ist zu Öffentlich-Rechtliche, das muss alles mehr so Glitzer und Rosa. Ja. Und ich habe gesagt, ihr Lieben, ich glaube, mein Schlüssel zum Erfolg, falls es das überhaupt gibt, war, dass wenn mich Leute sehen, mich eben in diese Box stecken, meinetwegen Glitzer und Rosa, aber wenn ich dann spreche, die merken, oh, da ist doch noch was anderes dahinter als nur das Oberflächliche, was ich irgendwie vielleicht so eingeordnet habe. Und das müssen wir beibehalten. Also das wusste ich wenigstens damals schon. Ich so, das darf nicht so eine Glitzer-Rosa Enisa-Sendung sein. Ich brauche den Bruch. Ja. Und das wollte man mir, da hat man mir auch als Künstlerin noch nicht so viel zugetraut, dass ich das schon durchschaut habe, zumindest was bei mir funktioniert. Aber ich will auch gar nicht irgendwie sagen, ey, das war alles schlecht, weil es war eine Riesenchance, aber eben auch nicht aus meiner Feder wirklich so. Und es war auch so, da waren Redakteure, die, wo ich heute denke, coole Leute, aber völlig anderes Universum als meins, die mir dann sagen, wir irgendwie sagen, ey, wir machen das Segment, was überhaupt nicht zu mir als Person passt. Ja, aber ist das nicht krass, wie unfähig die sind beim Fernsehen, dass du... Gut, ich sag dir, aber vergiss mal jetzt Fernsehen. Ja. Vergiss mal, dass die nach einem Konzept arbeiten. Was ich hier erlebt habe an Sexismus und Rassismus in Deutschland, teilweise von Kollegen, die mich heute sehr lieb haben und schätzen, deswegen nenne ich deren Namen nicht mehr. Aber wenn ich den Namen so für mich denke, denke ich so, was für ein Schock. Leute, die von denen, ich rede jetzt von denen mit Kopf. Ich meine jetzt nicht von irgendwelchen, also was die ist. Große Kollegen schrieben auf ihren öffentlichen Seiten, schöne Titten hat sie ja. So, ich werde es nie vergessen, Welche 2016. Zeit? Oh. Und du musst dir vorstellen, ich habe nicht so lange her. Ein Kollege hatte gesagt, alles, was man für Erfolg braucht, sind Möpse und Migrationshintergrund. Wo ich dachte, das sind genau die zwei Sachen, die normalerweise, also die eher dazu führen, dass dich jemand auf dich herabblickt, jetzt nicht. Und ich habe mich nicht getraut, ich habe mich nicht mal getraut, darauf zu antworten und zu sagen, ey, was erlebe ich hier? Weißt du, auf Sat.1 hat Luke eine Show gehabt mit 6% Quote, was kaum einer irgendwie geschaut, also live funktioniert der gut, aber die Sendung hat niemand geschaut. Faisal hatte auf irgendeinem anderen Dings, die Leute haben öffentlich nichts dazu geschrieben. Die haben zwar Backstage getratscht, das ist Müll, das ist Schrott, aber sie haben nichts dazu geschrieben. Bei mir hat ein Mario Barth getweetet, warum hat man der eine Sendung gegeben? Aber im Wochentakt meine ich, Leute, die ich nicht kannte. Was war der Vorwurf, dass du einfach so die Leute, dass du eine Frau bist, dass du schön bist? Screenshots. Es war einfach, warum hat man der eine Sendung gegeben? Ja. Und viele davon auch öffentlich. Heute würde ich, also ich würde entweder nicht antworten, weil ich denke, weil ich mich ehrlich gesagt diesem Menschen überlegen fühlen würde heute, jetzt je nachdem, wer das ist. Aber ich habe wirklich aus Ängstlichkeit nicht geantwortet. Ich habe jede Nacht geweint und habe aber gleichzeitig zu mir gesagt, hör auf zu weinen, das ist ein Riesenprivileg. Du hast eine Pro7-Show bekommen, du kannst Papa bald, also der muss nicht mehr, und das soll jetzt auch nicht so kitschig klingen, aber es war genau so. Also wenn ich jetzt sage, oh, du kannst Papa bald ein Haus kaufen, aber mein Papa hat nachts Pakete geschleppt bei der Post. So, das ist ein Fakt, ja. Aber warum? Was ist jetzt der, ich glaube, Frau schön, talentiert oder? Das ist sehr lieb von dir, dass du so sagst, aber ich glaube ehrlicherweise, es war halt auch klar, viele haben einfach gedacht, Migrationshintergrund war das. Ich denke Grund? Auch, so, weil es hat. Weil das war bei dieser Pro7-Sache, war das ja so. Du, ich habe Screenshots. Die Zeit, wo das so hochkochte? Guck mal, ich habe Weil ich dachte, was soll das jetzt? Lass die Frauen Ruhe. Ich habe Screenshots von jemandem, sagen wir, der bei Pro7 sehr beliebt ist, ja. Sehr beliebt, also
30 Jahren da ist, ja, der geschrieben hat, weil mir das eben andere Comedians dann zugehen. Und ich habe bis heute, ich würde das nie, also weil einfach, weil ich gedacht habe, ich will nicht dafür bekannt sein, dass ich heute, sagen wir, ein Fass aufmache, sagen wir, ein Buch schreibe und sage, übrigens, ich bin so ein Mensch, ich glaube sehr daran, in meine Zukunft, an meiner Zukunft zu feilen, anstatt zu sagen, wer, wo, was alles mir mal, sagen wir mal, mir ein Bein gestellt hat oder gemein zu mir war. Also ich denke mir, so spirituell, ich will mich, aber ich glaube sogar für Deutschland, das wäre so fucking interesting, also einfach nur interessant. Warum jemand, den nicht? Die sehr lieb haben, ein so, ich sagte mal so von der Figur, so jemand, wo man sagen würde, so ein Knuddel, ja, eine Knuddelfigur. Ja. Habe ich einen Screenshot, wo der bei schreibt. Bei Pro7 ist egal schon jetzt. Dabei. Nein. Aber hat jemand geschrieben, was habt ihr der Ausländer, was kriegt die Ausländer nach 2 Jahren eine Show und ich nach so viel, so allein dieser, und es gab aber auch Leute, ich sag dir ehrlich. Aber, also wenn du jetzt sagen würdest, das war jetzt 1980, wäre das auch scheiße und erschreckend, ja, aber 2016, das ist jetzt 7 Jahre her. Ja, die manche Magazine haben eine wöchentliche Review über meine Schrunk, aber ich hatte ja auch, wie viele Folgen waren das? Ich glaube, das waren ja nur 6. 10 und dann habe ich aber im selben Jahr, 10. Weil die, was fälschlicherweise im Umlauf ist, ist, dass die Quote scheiße war. Die Quote war gut, vielleicht haben die Leute auch nur geguckt, um zu gucken, wie schrecklich wird's, ja. Aber die Quote war gut. Und dann habe ich im selben Jahr noch eine Sendung bekommen, am Ende des Jahres, die besser lief, weil ich da gesagt habe, so, ich möchte mehr, dass es mehr Stand-up-Charakter hat. Die lief besser, aber da war ich auch schon in einem sehr trotzigen Modus. Also teilweise haben die mir zum Beispiel, sagen wir, Stand-ups geschrieben. Und ich habe 5 Minuten vor Show, habe ich gesagt, ich mache das so nicht, ich mache das anders. Und da war ProSieben auch ein bisschen, denke ich, auch vielleicht berechtigterweise sauer. Ich war sehr trotzig. Muss man vielleicht erklären, dass man, also entweder kriegt man es geschrieben beim Fernsehen oder du musst dein Stand-up aufschreiben, also und richtig abtippen und dann den zuschicken. Genau. Das war bei mir vor 25 Jahren schon so, wo die dann gesagt haben, wo ich wusste, wenn ich dir das jetzt schicke, was ich mache, dann wirst du sagen, das machen wir hier nicht. Kurt, und dann habe ich immer, das ging damals noch über Fax, wo ich immer gesagt habe, du, bei der Probe denn, ich wollte dir das zuschicken, ich hatte das schon, aber Fax war kaputt. Weißt du? Na, wie kommen wir denn jetzt an die Texte? Ja. Du, ich schick nachher einen Freund zu mir nach Hause, der holt das denn. Ja. Und dann irgendwann war 8 Uhr, die Aufzeichnung war da. Ja. Du hast dein scheiß Stand-up gemacht, die Leute haben gelacht. Und dann war wieder dieses Prinzip, wenn die Leute lachen, ist okay. Also was soll passieren, weißt du? Kurt, ich sage dir, also ist das wirklich ein Buch, vielleicht ist es eines Tages mal, aber damit meine ich einfach nur, wie viel interessante Sachen. Das kann ich dir öffentlich sagen. Ich weiß nicht, ob die mich dafür klagen würden, aber sollen die. Ich war ja beim größten deutschen Comedy-Management unterzeichnet, von denen, die auch Luke Mockridge machen, die so. Und mein Gedanke war, Atze Schröder machen die, weißt du, mein Gedanke war, so Leute können dich nicht, wie soll ich sagen, reinlegen in irgendeiner Form, weil das ist ein großes deutsches Management. Die haben gesehen, dass ich kam ohne Ahnung von nichts. Also ich saß quasi an diesem Tisch und habe nur gedacht, bitte, bitte, bitte nimm mich auf. Meine Familie, was ich bis heute so lustig finde, meine Tante in Hannover, wir sind halt so Proletarier. Meine Tante sagt zu mir, Enisa, sei vorsichtig, dass die dich nicht feuern. Also unser Gedanke war nicht, ein Management arbeitet für dich, sondern ich bin Angestellte in deren Haus. Und so habe ich mich auch gefühlt. Hast du denn irgendwie Anwälte denn gehabt, die Verträge für dich? Mann. Ich sag dir jetzt, was passiert. Also ein Beispiel von dem, was ich meine, wo ich glaube einfach, die haben mich abgezogen, in vieler Form abgezogen, aber zu dem Zeitpunkt halt legal abgezogen, weil ich auch alles unterschrieben habe, was die mir vor die Nase gesetzt haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin viral gegangen bei TV Total und daraufhin haben sich wohl viele so Marken gemeldet bei denen und wollten mich kostenlos ausstatten. Also wollten mir Adidas, weil ich habe dann später die einzelnen Leute kennengelernt und die meinen so, Enisa, warum antwortet ihr uns nicht? So, wir wollen dir als Adidas, wir wollen dir 10 Jogger zuschicken, Tracksuits, ne? Wir wollen dir, Swarovski wollte mir so hässliche Glitzerjacken schicken, auch, aber... Ich habe auch ein sehr hässliches Armband bekommen letzte Woche. Aber pass auf. Swarovski. Irgendwann... können mich auch verklagen. Das war einfach hässliches Ding. Also in dem Fall, die haben auch schöne Sachen. Also egal. Ja. Auf jeden Fall, irgendwann melde ich mich bei denen und sage, Entschuldigung, aber mir wird so an die Ohren getragen, dass sich viele Companies bei euch melden. Ich hatte ja keine E-Mail-Adresse, ich habe nicht mal ein Konto. Die hatten ein Treuhandkonto für mich eingerichtet und haben alles selber gemacht. Ich hatte keinen Überblick, nichts. Ich wusste nicht, was Autogrammkarten kosten. Ich habe dann immer Ende des Monats so ein Papier gehabt, 3.500 Euro Autogrammkarten bestellt. Ja? Ich habe nichts gecheckt. Hattest du so einen Exklusivvertrag denn unterschrieben? So ich ein hatte bei Knebelding? Denen, ja, also ich hatte bei denen, das ist auch einmal der Satz gefallen, weil ich gesagt habe, ich möchte ein Buch schreiben und wäre es nicht besser, einen Literaturagent zu haben, jemand, der sich damit, und dann ist der Satz gefallen, wir dulden keine Götter neben uns.
der Satz ist gefallen. Heute würde ich daraus 5 Seiten Stand-up machen. Ja, ja. Aber, und du musst dir vorstellen, mir kommt es so vor, als würde ich über die 15-jährige Inisa sprechen. Ja, ja. Aber das ist eine erwachsene Frau, die Anfang 30 ist zu dem Aber Zeitpunkt. Wann ist dir denn die Huschnullplatz? Wann hast du gesagt, ich weine jetzt hier nicht mehr alleine zu Hause? Ja. Ich lasse mich hier nicht mehr unterbuttern, verarschen oder ja. irgendeinen Scheiß über mich schreiben lassen. Ja. Also wann hast du gesagt, jetzt poste ich das auch, jetzt spreche ich öffentlich darüber? Genau, ich spreche, glaube ich, gerade bei dir zum ersten Mal tatsächlich auf diese Art darüber. Ja. Ich habe sicher mal in verschiedenen Podcasts vielleicht mal hier einen Satz, da einen Satz. Aber viel war auch wirklich mein Mindset. Also heute habe ich ja keine Angst, mich juckt gar nichts, mich juckt auch keine Klage, mich juckt auch nicht vor, so, ich weiß noch, als diese Luke Mockridge-Sache war und ich angefangen habe, ich habe jetzt kein Video über ihn gemacht, aber ich habe schon Sachen auch gepostet und dann haben mir Kollegen gesagt, sag nicht seinen Namen, der klagt alles weg, wo jemand seinen Namen. Und dann habe ich gemeint, ey, wenn einer eine Sache über mich weiß, dann mich jucken keine Klagen. Also in dem Moment, ich filme auch Polizei, wenn die was, und dann kommen die immer und sagen, Frau Mani, sie sind auch voll lieb, also die mögen mich. Mhm. Aber die sagen immer, Frau Mani, aber sie wissen schon, ich meine jetzt nicht, wenn es um mich geht, ne, wenn es um andere geht. Also wenn ich merke zum Beispiel, die duzen jemanden auf der Straße und sagen, du bist jetzt mal, sofort ist mein Handy oben, weil ich sage, sie dürfen den nicht duzen. Der muss sie siezen, sie müssen die Leute siezen. Nur weil es ein Ausländer ist und weil sie nicht ein 18-jähriger Drogendealer gerade, was auch immer ihr Ding da gerade ist, sie müssen den siezen. Ja, kommt oft vor, ne, dass der Typ, der duzt, ist 20 und der andere ist 60, wo ich richtig denke. Alleine deswegen schon. Und dann sagen die immer, sie wissen, sie dürfen nicht filmen. Und dann sage ich immer, doch, ich darf filmen, ich darf es nicht öffentlich machen. Also nach deutschem Gesetz, du darfst die Polizei filmen. Das ist erstmal dein Eigentum, dein Handy. Du kannst machen, was du willst. Du darfst es nicht öffentlich machen. Und das ist auch so. Ich habe heute keine Angst. War da nicht auch jetzt, ich habe keine Lust, in die Vergangenheit zu schauen. Dieses AfD-Ding, wo du ins Gefängnis... Warst du im Gefängnis? Nein, ich war nicht im Gefängnis. Ich habe es ja jetzt... Kannst du das nochmal kurz erklären, was da los war? Genau, also dieser ein Typ hat, einer von der AfD hat 2018 vor der Pandemie noch, 2 Jahre vor der Pandemie, eine Rede gehalten. In der Rede gesagt, nicht quote-unquote, aber eigentlich schlimmer, als ich es gerade sage, vom Zitat her, schwarze Menschen sind krank. Also irgendwie hat er gesagt, wenn mich dann mal ein N-Wort umarmt, dann muss ich wissen, dass der nicht krank ist, weil die sind alle krank. Und wenn du dir einen Albaner einstellst, musst du aufpassen, dass er dir nicht die Bude ausräumt und so. Anscheinend hat er zu dem Zeitpunkt schon ganz viel Klagen bekommen. Also ganz viel wirklich tolle Leute aus Deutschland haben sofort diesen Mann angeklagt. So, das wusste ich aber nicht. Also bei mir kommt diese Rede ein halbes Jahr später an, Mitte 2019. Da war gerade, wenn du dich erinnerst, diese Schießerei, wo jemand in eine Moschee in Neuseeland reingelaufen ist und betende Menschen erschossen hat. Und an dem Tag hatte die AfD Gelsenkirchen gepostet. Am selben Tag hatte die AfD Gelsenkirchen, hat den Post auch sofort runtergenommen, als ich das Video gemacht habe, gepostet. Ja, das ist traurig, was heute in Neuseeland passiert ist, aber lasst uns nicht vergessen, dass die eigentliche Gefahr immer vom Islam kommt. Und dann bin ich online gegangen und habe gesagt, schämt ihr euch nicht? Und habe ich gemeint, schämt ihr euch nicht, dass an einem Tag, wo jetzt gerade irgendwo ein Papa weint, eine Mutter weint, weil ihr Kind, da sind ja Kinder erschossen worden, weil die betend erschossen worden sind, also in kompletter, also hilfloser Lage, ja. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, politische Statements haben meiner Ansicht nach immer am Tag, wo Menschen sterben, auch am 11. September, komme ich nicht und sage, ja, aber eigentlich sind die Amerikaner die Bösen. Wir können gerne irgendwann später irgendwo sitzen und sagen, was ist die weltpolitische Lage, bla. Diese perfide Drecksstrategie der AfD halt, so, genau, und dann, damit zu arbeiten. Genau, und innerhalb komplett dieses... ehrenlos, seelenlos. Jawohl. Und innerhalb dieses Videos habe ich dann auch gesagt, sag mal, gerade die AfD so. Und dann habe ich erzählt, so allein dieses Video von diesem Typ von einem halben Jahr. Ne? Also ich habe das war gar nicht so mein Fokus. Egal. Durch das Video habe ich irgendwie auf einmal 150.000 neue Follower gehabt, die viele auch aus unserer Branche übrigens, also Kollegen und Kolleginnen, die mich vorher nur als Comedian kannten, aber erst durch dieses Statement gesagt haben, ey, ich mag diese Inisa, ja, die irgendwie... So, was dann passiert ist, ist, ich habe, dieser Mann hat mich angeklagt, dieser AfD-Typ. Du hast den, müssen wir jetzt nicht wiederholen, nicht, dass es noch mehr Stress. Tausend Schimpfwörter. Ja, ich sag's auch immer noch. Er ist ein Nazi, er ist ein Rassist, er ist ein sehr sexistisches Nazi dürfen wir ja sagen. Ja, aber ich nenne ihn auch ein Bastard. Ich mach's ja absichtlich. Also ich mach's absichtlich, obwohl es ein gemeines Schimpfwort ist und ich das ehrlicherweise, das ist wieder meine persische Erziehung, ich habe selbst im schlimmsten Streit noch nie einen Menschen in sein Gesicht
irgendwie so diese Art von Schimpfwörter. Ich würde nie zu einem Menschen sagen, du Hurensohn, du das ist, ich finde das hässlich. Ich benutze es manchmal für die Comedy sehr punktuell, wo ich sage, ein Nazi ist ein so. Und heute weiß ich eben auch über die sexistische Geschichte dieser Wörter und versuche es generell zu vermeiden. Ich habe nur noch keine, die mir so wirklich schmecken. So Arschloch schmeckt nicht so von der Intensität des Wortes, ja, wie wenn ich sage so, you bastard, weißt du? Pisser. Du Pisser ist nice. Pisser ist nice. Weil es auch diese alles. Härte hat. Kann jawohl. Pisser ist Street. Ja. Und kann jeder sein. Genau, es geht auch nicht um Street, das braucht diese Härte. Sehr gleichberechtigtes, beleidigendes Wort. Genau. Du Pisser. Aber einfach, um es kurz zu machen, ich habe ihn beleidigt, er hat mich angeklagt. Und dann habe ich erst erfahren, war ich, wir reden jetzt, müsst ihr vorstellen, ein halbes Jahr später flattert bei mir diese Anzeige, erstmal nur die Anzeige rein. Sie haben diese Anzeige, übrigens auch, dass ich sein Video von meiner Seite runternehmen soll, seine öffentliche Rede. Hat natürlich auch wieder so ein perfider Move ist. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Ist bis heute noch auf meiner Seite. Ich habe gesagt, ich nehme diese Rede nicht runter. Wann wartet jetzt? Wie lange? 2019 musst du dir vorstellen. 19? Oh Gott. So, ich habe gesagt, ich werde ihn weiterhin beleidigen. Jedes Mal, wenn dieser Mann sowas Rassistisches sagt, wird aus meinem Mund eine Beleidigung kommen, in irgendeiner Form. Damit erst recht die Leute sehen. Und weißt, mir geht es ja nicht darum, wenn es jetzt ein, weil viele sagen, mach das nicht größer. Und das sind immer die mich am traurigsten machen, weil ich denke so, das sind diese Weggucker, weißt du? Es geht dir nicht um einen Irren, der irgendwie durch die Stadt läuft und einen Hitlergruß macht und den die Polizei dann mitnimmt und sagt so. Es geht um einen Menschen, der zu einer Partei gehört, die enorm viel Zulauf in Deutschland hat. Es geht um einen Repräsentanten unserer Politik nach außen. Es ist nicht ein Verrückter, der irgendwo in einer Psychose vielleicht was gesagt hat. Es ist eine rechtsradikale Partei. Es ist eine hochgefährliche Rechtsradikale. Nonstop auf Stimmenfang ist mit allen Mitteln, auch mit der Anklage sicherlich gegen dich, dass sie sich damit auch brüsten können und sagen können, hier haben wir jetzt verklagt. Und dann, die haben mich angeklagt und dann haben mir voll viele Leute über Insta geschrieben, Enisa, und da, so habe ich es erst erfahren, wir haben ihn auch angeklagt. Das heißt, es kam gar nicht von mir, sondern Leute meinen so, wir haben Anzeige erstattet wegen rassistischer Hetze. Juristen haben mir geschrieben, Politiker, wir haben viele queere Menschen geschrieben, in Hi Enisa, ich bin schwul. Der hat zigmal gesagt, Entschuldigung, ich reproduziere die ekelhaften Schwuchteln oder auch von anderen Menschen aus der AfD. Und wir haben geklagt. Wir haben geklagt wegen Volkshetze, wegen Diskriminierung, wegen Beleidigung. Funktioniert nicht. Wir werden immer wieder freigesprochen. Keiner von denen hat mal eine Strafe bekommen dafür, dass er so hässliche Sachen zu Schwulen, zu queeren Menschen sagt. Und dann erst, als diese Info bei mir über Insta bei mir ankam, dass die davon kommen die ganze Zeit, habe ich gesagt, so, ich habe ja hier eine Anzeige, wegen ich zahle das nicht. Sollte dann irgendwann die Strafe festgesetzt werden. Das war das Ding, dass du gesagt hast, du zahlst die Kohle nicht, gehst lieber ins Gefängnis. Und dann kamen ganz viele gelbe Briefe und noch ein gelber Brief und noch ein Brief und noch ein Brief und noch irgendwie ein Brief. Und dann hat das von da an nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis dieser Brief kam, der jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her ist, wo stand Festsetzung des Strafmaßes 1.800 € oder 40 Tage Gefängnis. So. Und dann habe ich gedacht, ey, die haben das extra so niedrig gesetzt für mich heute. Aus meiner privilegierten Sicht heute kann ich diese 1.800 natürlich zahlen, damit ich es schnell zahle und dass es vom Tisch ist. Ne? Und dann habe ich gesagt, da haben die gerade genau die falsche erwischt. So, die hätten jetzt sagen können, 1,80 € und ist alles vergessen. Dann habe ich gesagt, genau das soll es nicht werden. Nicht alles vergessen, nicht vergessen. Ich habe es nicht bezahlt, bis heute nicht. Und die Staatsanwältin, ich habe jetzt erfahren, dass das eine Frau ist, die da zuständig ist, die kann jederzeit, sie hat das Recht und sie muss per Gesetz, sie muss irgendwann das einfordern. Sie kann mir ja keine Sonderbehandlung geben. Ja. Und jetzt hat der Typ, jetzt erzähle ich das, glaube ich, bei dir zum ersten Mal, der hat vor 2 Wochen ein Video released, dass er jetzt ständig nachhakt bei der Staatsanwältin. So. Wann denn mein, er hat das öffentlich gemacht, ja? Oh, und weißt du, was die Antwort von ihr war, das behauptet er zumindest auf seiner Seite, ich habe mich in London abgesetzt. Und ich kriege jetzt die ganze Zeit Nachrichten von Rechten, die mir schreiben, na du Schisserin, lebst du jetzt in London? Was völliger Quatsch ist. Ja. Ich bin pro Jahr 2x10 Tage in London. Ich bin übrigens gestern erst wieder zurückgekommen, weil ich da im Soho-Theater in London auf Ansage Es ist so schlecht. Bitte guck es dir an. Gut, ich will es dir zeigen. 1.800 € jetzt das Land verlassen. Ich habe mich in London abgesetzt, sagt er. Und das ist so lustig, weil wenn ein Haftbefehl gegen mich ausgestellt wird, würden die mich ja allein schon an der Zollkontrolle nicht durchlassen. Ja. Ich glaube, die wollen einfach, die versuchen gerade, weil die haben nicht mit diesem riesen Medienrummel gerechnet und wollen das so
unter den Tisch kehren. Mhm. Und die, wahrscheinlich klopft der an bei dieser Staatsanwältin und die sagt, die ist gerade gar nicht auffindbar. Mhm. Die ist nicht in Deutschland. Mhm. Und ich sag's auch jetzt hier nochmal bei Kurt Krömer, ich möchte das, weil es ist für mich auch eine hässliche Situation, dass die das ja jederzeit machen können. Mhm. Also das würde denn so ablaufen, du kriegst einen Brief, genau. Da steht dann drin, Haftantritt morgen ganz 8 genau. Uhr in ganz genau. Und ich bitte um diesen Brief, weil falls sie vorhaben, das fallen zu lassen, dann sollen die mir das aber auch dann einfach mitteilen und sagen, wir haben jetzt was weiß ich, ein neues Gesetz erlassen und wir haben es fallen lassen. Aber ich möchte nicht, dass sie verloren. Ja, dann sollen sie es aber sagen. Ja. Weil ich will auch nicht irgendwann am Flughafen sein, auf dem Weg zum Beispiel zu einer Show und plötzlich sagen die, Frau Mani, jetzt, sorry, hier ist der, so, mach's doch, ihr habt's doch gesagt. Mhm. Und hast du denn Widerspruch eingelegt? Also, dass der Anwalt von dir sagt, ich habe gar keinen Anwalt. Ich habe keinen Anwalt. Ich habe angerufen, die besten Anwälte Deutschlands. Also, schreibst du zurück, dass du sagst? Gar nicht. Ich kommuniziere nicht mit denen. Gut. Und ich bin der Meinung, dass ich es richtig mache, weil ich wollte nicht vor Gericht stehen mit einem Anwalt, weil ich habe damals telefoniert mit Scherz Bergmann. Genau. Und Herr Scherz hat gesagt, ich habe gesagt, ich habe hier so eine Klage. Das war noch bei der Klage, noch bevor dann dieser Brief kam mit entweder das Geld oder Haftstrafe. Und Herr Scherz hat gesagt, Frau Mani, geben Sie mir den Fall. Niemals gehen Sie ins Gefängnis. Ich hau Sie da raus. Nein. Sie haben das im Rahmen künstlerischer... Dann habe ich gesagt, ich habe das nicht im Rahmen von künstlicher... Das war nicht im Rahmen meiner künstlerischen Freiheit. Ich habe den von Herz beleidigt. Ich glaube, dass der ein Arschloch ist. Ja. Ich will gar nicht mit Ihnen vor Gericht stehen und sozusagen davonkommen. Ich will... Mein Ding ist, ich will, dass dieser... In einem Satz gesagt, dieser Protest und der Fakt, dass Deutschland noch so hart nicht entnazifiziert ist, muss gesehen werden. Mm. Und ich habe auch ehrlicherweise das Gefühl, dass in Deutschland sich immer dann ein bisschen was bewegt, wenn gerade auch von außen, weißt du, wenn du dir anguckst, wie die Amerikaner damit umgehen, wenn jemand das N-Wort droppt. Natürlich haben die eine andere Geschichte als wir, auch zu dem Wort nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn du die Schwarzen in Deutschland fragst, die finden das Wort richtig, auch eine Kolonialität. Kolonialgeschichte. Mhm. Und für mich ist so dieses, dass du zumindest zum Beispiel medial, auch ich sag dir auch das mit Luke Mockridge, deswegen ich habe die Sendung mit dir und Faisal gesehen so und ich fand das so nice, weil mir ging es darum und ich fand den Satz aber auch wichtig, den Faisal gesagt hat, unabhängig von dem ganzen, auch weißt du, katastrophalen Zeug, wo ich auch denke, so wie kannst du, das ist jetzt wurscht, aber was ich sage ist, ich finde schon, dass, weißt du, dass, ich weiß nicht, ob es Sat.1 oder wer, die haben nachdem all das, sagen wir nur Allegations im Raum stehen zu Luke Mockridge, hat Sat.1 gepostet, keine Konsequenzen für Luke. Also nicht mal irgendwie, sondern so gesagt, nein. Als Faisal diesen Schrottwitz da, seinen Schrottdings gemacht hat, haben die am nächsten Tag gesagt, es gibt einen Grund, warum wir als Sat.1 nicht mehr mit Faisal Kavusi zusammenarbeiten. So, also haben sehr so, und dann habe ich gesagt, wo war die gleiche Energie bei Luke? Also warum ist, das ist, also da ist ein Witz, ja, und da stehen schwere Anschuldigungen im Raum. Und klar, vor Gericht ist vieles davon nicht nachweisbar, aber ja, das du, sind da ja... Da bist du ganz schnell auch bei der Bild-Zeitung bei Julian Reichelt. Warum war der dann noch jahrelang Chefredakteur, wenn das ganze Haus Bescheid wusste, was los ist, wenn selbst Compliance-Verfahren eingeleitet worden sind, die danach gesagt haben, nee, da ist nichts. Genau. Und da kann man natürlich jetzt trotzdem sagen, ja, und wie heißt das, in dubio pro reo, also unschuld, bis das Gegenteil bewiesen ist, ja, absolut, im Zweifel für den Angeklagten, aber da muss man doch einfach wirklich ehrlich sagen, ja, es gibt Sachen, also gerade, es gibt Sachen, wo so viel eben auch, wo so viel zusammenkommt. Und mir geht's nur um die, also um die gleiche Behandlung. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, so wenn jetzt, sagen wir, Abdel Karim, ein Comedian, den ich sehr schätze, sehr lieb habe, ja, wenn die gleichen Anschuldigungen wegen Abdel Karim im Haus stünden, ja, dann glaube ich, wäre man schneller zu sagen, aufgrund der ungeklärten Situation legen wir jetzt mal alles auf Eis. Und nicht irgendwie erst noch, wo du merkst, geht's da um Geld, geht's um Zahlen, die die Person noch bringt, geht's darum, dass das ja so, das ist der liebe Junge von nebenan. Ich habe dieses Gefühl oft, also ich weiß nicht, ob ich da, sag du es mir kurz, vielleicht bin ich in so einer Haltung, dass ich ein bisschen immer noch in so einer, ja, nein, ich möchte es eben nicht so sagen. Also ich möchte so keine Opferkarte, aber ich sehe deutlich die Andersbehandlung, wenn zum Beispiel
wie hieß der Junge mit den, der mit diesen Masken, der falsche Masken nach Moria verkauft hat? Finn Kliman. So. Und wie viele Leute da trotzdem drunter schreiben, aber ich habe den so lieb, weil ich habe halt das Gefühl, wenn du in Deutschland ein blonder Struwwelkopf bist, ja, bist du dieser Struwwelkopf, dann hat das nochmal was anderes, als jetzt stell dir vor, Enisa Amani hätte falsche Masken nach Moria verkauft. Enisa Amani, die High Heels trägt, lange Fingernägel hat, die operierte Nase, so die, das hat nochmal einen ganz anderen Geschmack. So. Und das ist schade. Das darf es ja nicht sein. Egal, ob ich so einen Scheiß mache oder jemand anders. So. Also wir sprechen jetzt öffentlich über diese Thematik in Gesamtdeutschland, finde ich. Ach so, richtig. Also ich habe sogar seit diesem Kackbuch von, wie heißt er, Sarrazin, habe ich das Gefühl, da, ich weiß nicht, wann das war, vor 10 Jahren, vor 15? Ich weiß auch nicht dass mehr. Dass wir jetzt ab dato eigentlich erst anfangen, öffentlich darüber zu sprechen. Ja. So. Ich habe noch auf der Zeil in Frankfurt diskutiert über Leitkultur. Wie hieß der Typ da, der sagte, und ich weiß noch, ich mit meinen, weiß ich nicht was, 14 Jahren damals, habe zu dem gesagt, sie sagen aber, zur Integration gehört Leitkultur. Mhm. Wie viele, aber wenn die Kids nur noch bei McDonald's fressen, nur noch bei Starbucks ihren Kaffee holen und die ganze Zeit sorry sagen, statt entschuldigen sie, so, da sagt keiner, unsere Kultur geht verloren. Jemand, der nicht mal excuse me aussprechen kann und sorry sagt, ist für euch ein Problem. Aber wenn der jetzt auf Türkisch sagen würde, was heißt auf Türkisch, Entschuldigung, weiß ich nicht, aber sagen wir auf Persisch sagen würde, Babachschit, ja, dann ist es auf einmal, was ist denn mit unserer Leitkultur? Und das habe ich damals mit 14, habe ich diese Diskussionen, wenn die CDU da Stände hatte und über Leitkultur geredet hat, ich war so offended, weil ich weiß auch, mein Papa saß zu Hause und hat gesagt, damals wir hatten ja keine Staatsbürgerschaft. Mhm. Ich hatte noch einen grauen Pass, auf dem stand Fremdenpass. Fremdenpass. In dicken Buchstaben. Fremd, bei jeder fucking Klassenfahrt, bei jedem Arztbesuch. Ich hatte immer dieses Fremdenpass. Und aber wenn jemand, wie gesagt, irgendwie sagen wir, also wir bewerten Leute unterschiedlich, wenn die einen französischen Akzent haben, wenn sie einen englischen Akzent haben, wenn sie einen australischen Akzent haben, als wenn sie einen türkischen Akzent haben. Warum? Ist das eine überlegene Kultur? Ja, ja. Das ist doch Quatsch. Ja, ja. Das stimmt nicht. Und das ist halt das, was hat man sich so zurechtgelegt, dass das denn so ist. Ne? Ja. Die Amerikaner, die Franzosen. Das ist, und so. So möchte man sein und so. Und dann und genau das, was du sagst, ich fühle mich sicherer. Ich habe vor ein paar Jahren, vor 3 Monaten war ich mit der Leiterin vom Jüdischen Museum, Miriam Wenzel, eine der coolsten Frauen, die ich kenne. Dann war ich bei einem Panel-Talk mit einer Frau für Dr. Hannah Peaceman, Brain an Frau, die sich mit Feminismus aus der jüdischen Perspektive beschäftigt. Und Herr Friedmann war da. So. Und wir saßen da zu viert und ich sag's, gut, ich möchte das wirklich sagen, weil es war für mich so ein, ich saß mit den Vieren und ich bin ja so ein unendlicher Optimist und ich habe gesagt, die Welt wird besser. Ich habe gesagt, insgesamt, ich weiß, es ist scheiße und ich weiß, es ist polarisiert. Das hast du aber, ne? Das finde ich so toll bei dir. Das habe ich denn wirklich. Nicht, also, das habe ich dir übrigens auch hier reingeschrieben. Wir könnten ja jetzt eine Stunde darüber reden, wie scheiße alles ist. Nein. Aber bei dir habe ich dann immer so das Gefühl, es ist so 50-50. Hier ist scheiße, aber es ist auch sehr gut. Und es wird besser. Oder ich glaube an uns. Ich sag dir, was scheiße ist, aber ich sag dir gleich auch, was gut ist oder wie man es besser machen könnte. Ja. Das finde ich immer viel besser, als zu sagen, ja, na, scheiße. Ja, da und können wir guck mal, nichts dran ändern. Die Wahrheit Ende ist... aus. Ja, wir haben jetzt diese ganzen Autokraten, die aus ihren Löchern kommen. Ja, wir haben überall extreme rechte Bewegungen und Gegenbewegungen. Ja, wir haben Leute, die irgendwie die ganze Demokratie umschmeißen wollen und sagen, es ist alles scheiße und so. Und wir haben, ich sehe doch Iran, ich sehe doch alles. Aber insgesamt gibt es heute auch zumindest eine Bubble, die kommt und für dich kämpft. Mhm. Wenn du morgens irgendwas über dich erzählst, wo du verwundbar bist, was du ja auch schon hattest, irgendwas sagst, wo du, gibt es nicht nur die Bullies da draußen, sondern es gibt auch eine Bubble, die sehr groß geworden ist, die jetzt kommt und für dich kämpft. Mhm. Und auch wenn die anderen es noch nicht einsehen, und das sehe ich so positiv. Ich habe ja immer das Gefühl, die Fehler, die die Menschheit noch macht, ist meiner Ansicht immer aus, dass die Bildung noch nicht da ist. Das, was Mandela sagte. Das Bildung. Wir, das habe ich hier komischerweise immer wieder in dem Podcast. Ja. Wir müssen immer wiederholen. Genau. Und wir müssen freundlich dabei bleiben. Weil wenn ich dich jetzt anschreie und sage, du hast es nicht gerafft, du bist bescheuert, du musst es so und so machen, dann gehst du hier beleidigt raus und sagst, das ist ein Vollidiot, auf den höre ich doch nicht. Genau. Und ich mache es zwar manchmal natürlich auch, wenn jemand, weißt du, ganz ehrlich, wenn jemand, wie gesagt, einen Hitlergruß macht, dann habe ich auch keine andere Wahl, als dass ich den zurückbeleidige. Es ist auch nicht, zum Beispiel Herr Friedmann sagt oft so, unterschätzen Sie die Nazis nicht und so. Da sind auch
da sind auch sehr kluge Köpfe dabei. Es ist momentan so, dass ich zum Zahnarzt gehen könnte und der ist halt bei der AfD und so. Der droppt dann irgendeinen Spruch von wegen, so. Weiß ich nicht, Punkt, so. Punkt, Punkt. Weißt du? Du hast Professoren, du hast das und das. Es ist halt nicht mehr so einfach. Damals hast du die gut erkannt. Die hatten die Glatze, die hatten die Bomberjacke an, die hatten diese hässliche Terpentinen gefärbten Hosen an und die Springerstiefel, wo du wusstest, jetzt wird's doof. Ja, weißt oder du? Wir haben aber nur heute die benannt. Kann der Nadelstreifenanzug anhaben und weiß ich nicht, bei der Börse arbeiten oder. So, die waren damals auch schon da, Kurt. Nur wir hätten die nicht benannt. Wir hätten das nicht Rassismus genannt. Mhm. Deswegen habe ich ja, bis ich 22 war, gesagt, ich habe nie Rassismus erlebt. Mhm. Dass die Feuerwehr bei mir zu Hause war und gesagt habe, guck mal, wie die stinkenden Ausländer leben, habe ich nicht als Rassismus gesehen. Krass, ich habe gedacht, der hat recht. Ich habe danach nie wieder über 3 Jahre keine Freunde zu uns nach Frankfurt-Griesheim geholt, weil ich gesagt habe, der hat recht. Wir haben ja auch eine schmutzige Wohnung. Wir haben ja nicht so ein tolles Reihenhäuschen wie die Deutschen. Wir haben ja nicht, unser Essen stinkt. Ich habe nicht mit einer Nuance, mit einer Millisekunde habe ich gedacht, das ist Rassismus. Und später musste ich das lernen. Ich habe gelernt, ach du Scheiße, was hat das mit mir gemacht, dass da dieser Feuerwehrtyp kommt. Ich so happy bin, ich habe den wirklich angeguckt. So. Ja, weil man so eine Art, was ist das, so ein Respektsdenken oder Obrigkeitsdenken, und weil es uns anerzogen sagt, wurde. Ist bei der Feuerwehr, der hat... Ja, und das war kein Rassismus. Uns wurde anerzogen, das ist kein Rassismus. Rassismus ist nur der Springerstiefeltyp. Und heute wissen wir, dass es überall ist. Und ich, aber das wollte ich dir sagen, ich saß mit diesen 3 Brains an, alle 3 Doktorgrad und Professorgrad und weiß ich nicht was, sitzen wir da und dann habe ich gesagt, aber es wird besser. Und die haben alle 3 gesagt, nein, es wird schlechter. Ich wollte dich auch fragen, wie wäre das, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist völlig unbekannt, kriegst jetzt morgen eine Sendung bei ProSieben, eine eigene. Ja. Würden da noch Leute schreiben, jetzt kommt die Ausländerin und kriegt eine Sendung? Ich sage viel weniger. Ich sage viel weniger. Ne? Ich sage also natürlich weg ist es nicht, aber genau. Also es gibt zumindest die es öffentlich schreiben, würden dann auch einen Teil Shit bekommen, wo jemand sagt, das macht man nicht. Und wenn jemand schreiben würde, sie hat, guck oder mal sie die ist, und sagen ihre wir mal jetzt übergewichtige Frau oder so. Übergewichtiger Mann, nur deswegen kriegt er jetzt aus Mitleid die Sendung. Genau. Das würde man heute. Es würden immer noch viele Leute schreiben, aber es würden dafür andere Leute dazu. Guck mal, ich weiß noch, das ist für mich so lustig, vielleicht kennst du Marlene Dietrich natürlich, ne? Ja, klar. Ich habe bei meiner ersten ProSieben-Sendung, weil ich habe, seit ich klein bin, große Brüste und ich mag die nicht. Ich habe mir immer kleine Brüste gewünscht. Immer. Das war mein Ding. Ich wollte so eine, ich wollte so eine Latina-Figur. So, ich hatte den Hintern, aber ich dachte, ich habe zu große Brüste. Ja. Ich brauche ganz kleine Brüste. Das wäre mein Traum. Und dann bin ich für diese erste Sendung, in der ProSieben-Sendung, komme ich raus und habe mir meinen Look abgeguckt bei Marlene Dietrich. Ich habe einen weißen Rollkragenpullover an und so eine lange, die nennt man ja auch Marlene-Hose, also so eine weiße lange Hose. Kannst du nachgucken. Hattest du auch so, das heißt, so einen Nerzmantel? Nein, das hatte ich nicht. Aber ich meine, ich komme so, um es mal so zu sagen, so classy as fuck. Ja? Kein Ausschnitt, kein Nix, sondern ich sehe aus, als hättest du mich aus der damaligen Zeit rausgeholt. Ja. Ich komme rund und ich lese trotzdem Comments über Titten und über das, wo ich denke, ey, ich verstecke es schon, was ich falsch finde heute. Ich sag schon, nein, zeig deine Kurven nicht. Komm lieber so als eine, zeig dich so wie so eine, wie würde sich so eine Frau kleiden? Was mögen die Deutschen? Komm lieber aber wie eine Marlene. Aber denkst du das heute noch? Dass nein, natürlich nicht. Nicht mehr, ne? Dass heute hat sich auch viel verändert. Ja. So. Aber damals, und deswegen freue ich mich, wenn Leute mir heute sagen, letztens kam eine junge Stand-Upperin und meinte so, Nisa, Legende. Und ich dachte so, für das AfD-Ding oder so, dachte ich. Und dann sagt sie, nein Mann, bevor du nicht bei ProSieben warst, gab es keine Leute von uns auf dem Level. Ja. Und ich dachte so, ey, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich meine, es gab doch keine, so, da hat sie gemeint, eine von uns. Und dann hab ich gedacht, krass, weil auch die mit Migrationshintergrund, die es gab und die wirklich, also zu mir waren die immer super lieb, aber die waren sehr angepasst. Ich selbst, guck mal, wie angepasst ich war. Ich finde heute so viel von dem gesagt habe, so Schrott. Ich komme so raus und spiele noch diese Tussi-Karte. Komm raus, ja, wir Iranerinnen haben ja nun mal alle Lidstrich und wir haben ja nun mal alle operierte Nasen. Und das ist, ich bin so, und auch allein diese Tonlage, die war aber ehrlicherweise einfach, weil ich so aufgeregt war. Ja. Ich habe eine helle Stimme. Ja, aber das ist wie bei Picasso, dann hat er halt die grüne Phase gehabt und dann kam die blaue und dann jetzt gerade ist eine andere Phase. Ich finde auch nicht alle toll, was ich vor 25 Jahren, also es war auch einfach viel dabei, was überhaupt nicht lustig war. Also hast du Sachen, wo du heute denkst? Ja, natürlich, die ersten Auftritte vor 3-4 Leuten, da hat ja keiner gelacht.
Ja. Also ich habe ja jahrelang erfolglos gespielt. Also ich habe mich irgendwann, machte das so Klick im Kopf und ich dachte, so geht's jetzt weiter bis zur Rente. So kannst dich halt freuen, wenn am Wochenende mal 20 Leute kommen. Und ja. Das hat ewig lange gedauert. Und also so Rückblick, damals war ich natürlich beleidigt, weil ich dachte, ihr versteht mich alle nicht, keiner versteht mich, ja. Das ist so toll, was ich hier mache. Ja. Aber jetzt rückblickend denke ich, das war einfach auch viel gequirlte Scheiße mit dabei, weil du halt anfängst. Du musst ja mal anfangen. Du kommst ja nicht als Superstar, trittst ja nicht vor 10.000 Leuten an deinem ersten Tag auf. Das muss Scheiße sein. Genau. Und dann wächst du halt. Genau. Ne? Muss so, auch sein. Ich bin auch froh, dass es so gelaufen ist. Ich wollte dich aber fragen, hast du auch, weil ich habe das ohne Ende, hast du Sets oder Bits, so Parts, wo du jetzt heute denkst, das war sogar von mir ein bisschen rassistisch oder sexistisch, weil ich hab das. Auf jeden Fall. Und ich weiß noch, ich hab das gar nicht gesehen. Mir hat eine Es ist nicht dieses, es ist dieses typische Ding so, dass man es nicht bewusst, dass ich nicht bewusst auf die Bühne gegangen bin und hab gesagt, ja, jetzt, heute bin ich mal richtig rassistisch, sondern dass es so latenter Rassismus war, den wir heute, weil wir drüber reden, ich hab das, ich weiß gar nicht, in der letzten Sendung mit Nilam Farooq besprochen, dass es, wir lernen ja. Genau. So, also ich habe jetzt, glaube ich, schon sehr viel gelernt, so, aber das heißt ja nicht, dass irgendwas jetzt passiert, wo ich nicht weiß, oh, das wusste ich jetzt nicht, so, weißt du? Ja. Wir wissen die Wörter, wir wurden aufgeklärt, nicht nur über die Wörter, sondern auch hinter, also die Struktur, die dahinter steckt. Ne? Ja. Und da denke ich so, da bin ich so ein Zweierschüler, dass ich sage, da bin ich also ganz gut jetzt dabei, ein gutes Abitur zu machen, wenn es darum geht, weißt du? Ja. Aber nicht dieses, ich bin jetzt perfekt und alles, was ich sage, stimmt und so. Ja, ich glaube auch. Das nicht. Und klar ist, das ist es vollkommen. Ich habe jetzt Sachen von meinem Netflix-Special von vor 3 Jahren, wo ich immer noch denke, weißt du, da bist du einen blöden, mach so einen Polenwitz oder mach so und so. Und das ist 3 Jahre her. Mhm. Und immer noch denke ich so, was war das denn für ein Quatsch? So, wo habe ich das? Und sicher werde ich in 3 Jahren über heute denken. Und das ist ja auch mein größter Punkt. Mich stört überhaupt nicht, wenn jemand ehrlicherweise egal was gesagt hat, wenn die Beschäftigung damit dann ehrlich und authentisch ist. Ja, also wenn du wirklich kommst und sagst, ey, sorry, da wo ich aufgewachsen bin, mir hat es wirklich noch nie jemand gesagt. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Ja, das, also man kann ja auch scheitern, weil also es gibt ja den mutmaßlichen Rassisten, der sagt, ich beschimpfe dich jetzt absichtlich, weil ich weiß, es tut dir richtig weh. Genau. Und dann gibt es die Leute, die nicht aufgeklärt sind. Das haben wir immer noch. Und da meine ich auch immer wieder dieses Wiederholen. Also nicht zu sagen, du bist ein Nazischwein, verpiss dich hier, sondern erklär's dir nochmal. Aber das ist sehr anstrengend, ne? Also, ich habe dir, ich weiß gar nicht, ist das ein Mensch, Segment? Ja, Mensch, Geschenk. Ich war ein bisschen überfordert. Die erste Gästin, wo ich das Geschenk nicht sofort einfordere. Das ist eins, das kennst du, das hast du zu Hause, das hast du bestimmt auch. Der kleine auch. Prinz. Ja, ich ist in einer neuen Auflage. Ich fand das Cover so schön. Ich habe dir was Kleines reingeschrieben und ich beschäme mich ein bisschen. Weil aber ich lese es nicht vor. Ich lese das heute Nacht vor. Genau, es ist nicht so. Aber, toll, der kleine Prinz, kann man mal wieder lesen. Das ist das einzige Buch, was ich auf Deutsch und Persisch und Englisch gelesen habe und was ich auf Persisch auch relativ fließend jetzt durchlesen kann. Jetzt will ich noch ein bisschen klugscheißen zum Schluss. Sag mal. Bist du Iranerin oder Perserin? Du weißt es. Jeder Perser ist Iraner, aber nicht jeder Iraner ist Perser. Jawohl! So. Übrigens nicht 100% richtig, allerdings es gibt wohl weil es eine Region ist. Perser sind, also Iran ist ein Mehrvölkerstaat, was ja eigentlich das Nice an diesem Staat ist, auch wenn die auch eine Kolonialgeschichte haben, deswegen sind sie das, oder eine Imperialgeschichte. So. Aber Iran ist ein Land mit zigtausend Religionen da drin, ganz viele kleine Religionen wie die Baha'is, die übrigens auch verfolgt werden von der Regierung, aufgehängt werden, an Bäumen sichtbar. Baha'is, die Jesiden, dann haben wir ganz viele Christen, die Aramäer, die Assyrer, die Armenier, die im Iran leben. Ja, manche von denen haben auch einen eigenen Staat, manche kämpfen immer noch für Souveränität, aber wir haben viele Völker und ein Volk im Iran sind die Perser. Yeah. Das heißt, es ist gar nicht so falsch, weil immer alle sagen, das wäre so einfach, die Leute sagen es, weil es schöner klingt. Das stimmt nicht. Zu sagen, ich bin Perserin, ist richtig. Auch zu sagen, ich spreche Persisch, weil die Sprache heißt entweder Farsi oder Persisch, das Parsi, genau. Zu sagen, ich spreche Iranisch wäre falsch, weil Aserbaidschanisch ist auch eine iranische Sprache. Oder auch Assyrisch ist in dem Sinne auch eine iranische Sprache.
Aber das stimmt, ich bin Perserin, aber ich habe gemerkt, dass das bei Leuten oft so negativ ankommt, weil die dann sagen, willst du damit sagen, du kommst aus Persien? Habe ich gesagt, nein, das ist wiederum falsch. Es gibt kein Persien. Oh Gott, mein Gott, ja, ja, ich komme ja halt aus Persien. Ich komme aus am Iran, Arsch. Es ist egal. Hauptsache, das Land ist mal befreit, dann können wir darüber reden, das was für ein Name. Das geht mir aber auch so auf den Sack, ja, dass immer irgendwas gefunden. Ja, aber. Hast du eigentlich, ich weiß ja, du hast Kinder, ja, bist du jemand, der Angst hat, aber ich kenne viele, also in meiner Umgebung ja, viele, die zum Beispiel gar keine Kinder mehr haben wollen, weil sie Angst haben, ehrliche Angst. Ne? Also ich kriege so ja die jetzt nicht mehr weg, also die sind nein, ja jetzt da. Aber hast du das, nein, das ist meine Lieblingsfrage. Was, ehrlicherweise, wie lange glaubst du, macht's die Menschheit? Also glaubst du, es gibt uns in 1000 Jahren noch, jetzt nicht, wenn jetzt ein... Boah, 1000 Jahre glaube ich nicht. Nein, was würdest du ehrlicherweise also, schätzen? Was denkst du, wie lange gibt's die Menschheit? Vielleicht noch? Ja, 999 oder so, also ich weiß es nicht. Also vielleicht sind wir dann schon auf anderen Planeten. So, vielleicht leben wir dann schon auf dem Mond oder Mars. Oder aber so, wir überleben. Also wenn ja, jetzt nicht was. Also dieses Kinderthema, ich habe Kinder ist, und ich freue mich jetzt schon sehr. Ich hoffe, dass das auch passieren wird auf Enkelkinder. Und ich würde meinen Kindern jetzt nicht sagen, um Gottes Willen keine Kinder in die verstehe, Welt setzen, sondern würde sagen, genau deswegen sitze ich ja jetzt mit dir hier auch und sage, so, jetzt lass mal was machen. Weißt du? Enisa Amani, ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir. War schön, dass du da warst. Jetzt geht es noch weiter im Deluxe-Teil. Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Fast wie Profis. Fast wie Profis. Toll. Ich bin gefreut. Ja, ich hab... Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.